Von einem Kombi erwartet man ja einen großen Kofferraum. Aber das ist nicht irgendein Kombi, das ist der neue RS6 Avant. Und bei dem Logo und den Auspuffenden weiß ich, dass hier noch eine ganze Menge schlummert. Sein Herzstück ist dieser V8 Biturbo TFSI mit 412 kW Leistung. Und den probiere ich jetzt mal aus. Den Kombi per Knopfdruck zum Leben zu erwecken, macht Lust auf Abenteuer. Sein Klang ist Musik in den Ohren. Den Motor teilt sich der RS6 Avant übrigens mit dem RS7 Sportback. 412 kW oder anders ausgedrückt 560 PS, das macht ihn zu einem wahren Schaf im Wolfspelz. Mit der neuen Generation feiert die Quattro GmbH rundes Firmenjubiläum. Seit über 30 Jahren gibt es das Audi-Tochterunternehmen, das den normalen Baureihen zu einem Plus an Leistung und Rennsportqualitäten verhilft. Es ist natürlich ein Fahrzeug, das gerade bei uns in der Quattro GmbH eine große Bedeutung hat, weil es eigentlich die Historie unserer Marke zeigt. Also die Quattro GmbH ist mit den Modellen RS4 und RS6 Avant entstanden und nun natürlich in dritter Generation eigentlich unser Erfolgsfahrzeug der Quattro GmbH. Ein Blick auf alle drei Generationen zeigt, wie sich der sportliche Kombi in den vergangenen 11 Jahren entwickelt und mit jeder Stufe an Ausdruck gewonnen hat. Doch nicht nur optisch, sondern auch technisch hat sich viel verändert. Bestes Beispiel ist der Motor. Statt aus 10 schöpft er seine Leistung jetzt aus 8 Zylindern. Zum einen haben wir das Thema Downsizing in diesem Fahrzeug umgesetzt. Wir setzen erneut auf einen Biturbo-Motor, dieses Mal ein V8 Biturbo, der auch im Drehmoment auf 700 Newtonmeter angewachsen ist. Das zeigt sich zum einen in den Beschleunigungswerten, die im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbessert werden konnten. Wir sprechen hier von 3,9 Sekunden. Auf der anderen Seite ist das Aggregat sehr effizient. Zum Beispiel durch Zylinder on Demand können wir hier im Vergleich zum Vorgänger 30% Kraftstoff einsparen. In 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Damit beschleunigt der RS6 Avant schneller als ein Porsche 911. Auch die anderen technischen Daten können sich sehen lassen. Nur der von Audi angegebene Verbrauch scheint, ob der verlockenden Fertigkeiten, optimistisch. Umweltbewusste schauen besser gar nicht erst auf den CO2-Ausstoß. Ohne Einschränkung für den Fahrspaß ist die Spritspartechnik Cylinder on Demand. Bei konstanter Fahrt betreibt der Motor 4 der 8 Zylinder ohne Brennstoffeinspritzung. Vom Teillastbetrieb bekommt der Fahrer außer der Anzeige im Armaturenbrett kaum etwas mit. Wenn es zügig weitergehen soll, sind in Sekundenbruchteilen alle 8 Zylinder wieder am Start. In der Normalkonfiguration ist der Wagen auf 250 km/h Spitzengeschwindigkeit limitiert. Es gibt aber die Möglichkeit, den elektronischen Bremser auf 280 oder sogar 305 km/h hochsetzen zu lassen. Das kann man natürlich hier auf der Landstraße nicht mal eben ausprobieren. Was man aber sehr wohl merkt, ist das hohe Drehmoment von 700 Newtonmetern. Wenn ich aufs Gas steige, spricht der Wagen sofort an. Bei anderer Gelegenheit, auf freier Strecke, sind diese Bilder entstanden. Ausgehend von 100 km/h sprintet der RS6 Avant ohne große Mühen in wenigen Sekunden auf 280. Dabei zieht die serienmäßige 8-Stufen Tiptronic im Sportmodus ohne merkliche Unterbrechungen die einzelnen Gänge vom 3. bis zum 6. Gang durch. Auch im Stand verkörpert der RS6 Dynamik. Sein Sportfahrwerk mit straff ausgelegter Luftfederung bringt ihn dem Asphalt 20 mm näher. Ovale Auspuffenden in einem breiten Diffusor sind der Blickfang am Heck. Rund 100 Kilogramm Gewicht haben die Ingenieure dank Leichtbautechnik und dem Einsatz von Hightech-Stahl und Aluminium eingespart. Verbreiterte Seitenschwelle und ein Dachkantenspoiler setzen weitere sportliche Akzente. Die Zielgruppe für so ein Fahrzeug ist sehr unterschiedlich.
Der RS6 Avant stellt die Speerspitze in der A6-Baureihe dar. Unsere Kunden sind sehr technikaffin und unsere Kunden suchen natürlich auch ein sehr exklusives und besonderes Fahrzeug. Es sind viele Freiberufler und eben Leute, die Gefallen an solchen exklusiven Autos haben. Auch innen zeigt sich der RS6 Avant als Sportler durch und durch. Wer hier Platz nimmt, möchte nicht entspannt durch die Welt gleiten. Der möchte sein Fahrzeug erleben. Kleine, dezente Hinweise als Gedächtnisstütze inklusive. Auch Assistenzsysteme gibt es reichlich, wie zum Beispiel Adaptive Cruise Control, das die Geschwindigkeit in Abhängigkeit zum Vorherfahrenden regelt. Außerdem kann der Fahrer bei der Fahrzeugabstimmung zwischen 4 Programmen wählen. Und sollte es auf der Rennstrecke doch mal härter zur Sache gehen, liefern diese Sitze den nötigen Seitenhalt. Schön aussehen ist das eine. Wie fühlt sich der RS6 Avant in der Praxis an? Dieses Lederlenkrad mit dem abgeflachten Kranz liegt super in der Hand. Die Bedienelemente sind mit Chrom verziert und eingefasst. Dann gibt es Klavierlack und verschiedene Materialien, also optisch wirklich sehr ansprechend. Bei den Knöpfen ist es angenehm, dass es nicht allzu viele gibt. Dahinter verbergen sich die Funktionen und wenn man das einmal rausgefunden hat, dann ist das auch sehr einfach zu bedienen. Das Fazit. Dieser Wagen bietet wirklich souveräne Fahrleistung und es macht Spaß, damit zu fahren. Mit über 200 Gramm CO2 pro Kilometer ist er kein Umweltengel, aber dafür ist er auch nicht gebaut worden. Skoda präsentiert das Facelift des Superb. Das Topmodell erhält ein neues Gesicht mit Xenon-Scheinwerfern inklusive Tagfahrlicht und eine neu geformte Motorhaube. Im Heck befinden sich nun erstmals LED-Rückleuchten. Das Platzangebot im Inneren ist unverändert geblieben. Das Einstiegsmodell Skoda Superb Greenline soll nur 4,2 Liter Diesel verbrauchen und kostet in Deutschland 23.990 Euro. Nachhaltigkeit ist das Thema des Audi Future Lab. Neben Elektromobilität, hier im Versuchsträger R8 e-tron, stehen auch alternative Energien wie im A3 g-tron im Vordergrund. Hier kommen das synthetische Audi e-Gas, ein künstlich hergestellter Kraftstoff, oder Erdgas zum Einsatz. Der A3 Sportback g-tron kommt auf einen Ausstoß von gerade mal 20 Gramm CO2 auf 100 Kilometer. Was der VW Golf in der Kompaktklasse ist, ist der Mercedes Sprinter bei den Transportvans. In 130 Ländern ist der Sprinter erhältlich. Wird auch in den USA, Argentinien und China gebaut. Für nahezu jedes Einsatzgebiet lässt er sich konfigurieren. Was ist sein Erfolgsrezept? Ich denke, es ist die Kombination des bekannten PKW-ähnlichen Fahrverhaltens mit neuesten Sicherheitssystemen, neuesten Abgasstufen und das noch sehr wirtschaftlich und auch in einem sehr attraktiven Design verpackt. Die neueste Generation zeigt sich in frischem Design. Ihre Kühlermaske ist senkrechter. Die Scheinwerfer sind schärfer geschnitten. Zu den Höhepunkten des neuen Sprinters zählt sein Antrieb. Die komplette Motorenpalette erfüllt die Euro 6 Abgasstufe, die 2014 in Kraft treten wird. Doch es kommt nicht nur auf Motoren und Technik an. Design ist mittlerweile bei jedem Fahrzeug wichtig. Also ist auch, glaube ich, ein ganz starkes Verkaufsargument. Und ein Sprinter, der im täglichen Verkehr allgegenwärtig ist, überall zu sehen, der muss einfach auch gut aussehen. Der muss gut rüberkommen, der muss die Werte der Marke transportieren, der muss auch so eine gewisse Familienähnlichkeit haben. Und deswegen also auch ganz hoher Stellenwert beim Design. Bei der Ladungssicherung bietet Mercedes diese neue Lösung an. Ein Netz legt sich stramm über die gesamte Ladefläche. Fahrend geht es weiter. Auf einem abgesperrten Gelände nehmen wir die neuen Sicherheitssysteme unter die Lupe. Jetzt fahren wir dem vorausfahrenden Fahrzeug hinterher und lassen da ein Stück weit einen Abstand. Wenn wir den haben, fahren wir dann mit einer erhöhten Geschwindigkeit ihm hinterher und lassen den Abstand auf ein Minimum ab. Und Sie sehen, fantastisch. Das System unterstützt mich nochmals mit einer maximalen Bremskraft, sodass das Fahrzeug kurz vor dem vorausfahrenden Fahrzeug zum Stillstand kommt
und es eben dann nicht zur Kollision kommt. Der Abstandswarnassistent, leider nur gegen Aufpreis erhältlich, ist ein wichtiges und sinnvolles Sicherheitsfeature, gerade im dichten Stadtverkehr. Serienmäßig ist dagegen der Seitenwindassistent. Er ist eine Erweiterung des Stabilitätsprogramms und ab Geschwindigkeiten von über 80 km/h aktiv. Er reduziert die auf das Fahrzeug wirkenden Kräfte bei Seitenwind durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder und verhindert auf diese Weise ein Abdriften des Fahrzeugs. Aus Pkw bereits bekannt ist der Spurhalteassistent. Ist der Fahrer unaufmerksam, erhält er vom System eine akustische Warnung. Der Tote-Winkel-Assistent hat speziell die Bereiche neben dem Sprinter im Blick und warnt den Fahrer durch ein Lämpchen im Außenspiegel, wenn er trotz eines überholenden Fahrzeugs versucht, aus seiner Spur auszuscheren. Es ist toll bei den Sicherheitssystemen, dass es Systeme sind, die den Fahrer wirklich dann unterstützen, wenn es sinnvoll ist, wenn es kritisch wird und der Fahrer mit seiner Fahraufgabe teilweise überfordert ist. Und genau dann kommen die Systeme. Das heißt, sie helfen im richtigen Moment und unterstützen ihn bei seiner Fahraufgabe. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang. Es ist eine Liebesaffäre zwischen einem jungen Mädchen und einem fast doppelt so alten, aber immer noch potenten Macho. Die beiden geben ein heißes Paar ab, Joey und ihr Chevrolet Corvette von 1969. Dass sich das junge Mädchen diesem alten Muskelprotz hingibt, ist die Schuld von Joeys Vater. Mein Papa hat seit 1978 einen Triumph TR5 gefahren und in dem bin ich quasi aufgewachsen. Also ich bin da mitgefahren, bis ich quasi ausgezogen bin, ständig als kleines Kind auf der Notbank, dann irgendwann mal auf der Handbremse, einen Fuß beim Papa im Fußraum, einen bei der Mama. Unsere Urlaube waren eigentlich immer mit dem Oldtimer und wenn man das nicht anders kennt, verliebt man sich selber in die Autos. Der geliebte Papa verstirbt leider viel zu früh. Die Liebe zu alten Autos jedoch gibt er an die Tochter weiter. Joey verguckt sich als 19-Jährige in eine Chevrolet Corvette der dritten Generation. Und ein Jahr später ergreift sie ihre Chance. Als Coke Bottle Shape wird die Designlinie der C3 Corvette bezeichnet. Fast 15 Jahre lang wird sie mit nur geringen Änderungen gebaut. Klappscheinwerfer, runde Heckleuchten und eine fette Bereifung sind die typischen Erkennungsmerkmale. Wie bei allen Corvettes besteht auch hier die Karosserie aus Kunststoff. Heavy Metal ist nur der Motor. Diese geschwungene Linie von der Seite, diese Eleganz und das futuristische Design, was eigentlich noch gar nicht so richtig in das Jahr, in dem es entstanden ist, passt. Und auch heute immer noch jeden, an dem man vorbeifährt, zum Umschauen bringt und einfach jeden begeistert, weil es einfach wunderschön ausschaut. Und dazu kommt natürlich noch 390 PS, 8-Zylinder, Big Block, geiler Sound, macht einfach Spaß. Aber ist so ein alter Macho wie die Corvette nicht furchtbar anspruchsvoll? Wenn man von den exzessiven Tricksitten absieht, eigentlich nicht. Die 7 Liter Hubraum des V8 Big Blocks wollen eben mit Treibstoff versorgt werden. Unter 20 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer bewegt sich die Kunststoffflunder kaum nach vorn. Ach ja, Autobahnvollgasfahrten verträgt die US-Technik nicht so gut. Ansonsten ist eine gut gewartete Corvette zuverlässig wie ein Golf. Und sollte doch mal etwas fehlen, für ihren Macho
macht sich die 32-Jährige auch gern die Hände schmutzig. Ich mache so Kleinigkeiten. Ich habe gelernt, wie man Ölwechsel macht. Ich repariere mal so kleine Schönheitsgeschichten. Aber so richtig an den Motor traue ich mich nicht ran. Also ich schaue da gern zu und lerne gern was dabei. Aber selber hätte ich da mehr Angst, dass ich was kaputt mache, als dass ich es repariere. Aber ich würde es sehr gerne können. Joys top restauriertes Exemplar ist mit einem seltenen Vierganggetriebe ausgerüstet. Damit ist der Sprint von 0 auf 100 km/h in etwa 6 Sekunden machbar. Die 32-jährige Polizistin lässt es im Straßenverkehr aber gerne ruhig angehen. Ihr Macho muss nicht andauernd die Muskeln spielen lassen. Beim Cruisen träumt sie von weiteren Klassikern. Wenn ich eine große Garage und viel Geld hätte, dann würde da auf jeden Fall noch ein schwarzer Chevy Chevelle SS stehen. Vielleicht noch ein Mustang Fastback. Dann vielleicht, mein erstes Auto war ein VW Käfer, noch mal ein kleiner Käfer. Der Triumph von meinem Papa. Joey und ihre Big Block Corvette, eine leidenschaftliche Affäre. You'll be a woman soon. Doch Vorsicht, es gibt noch einen anderen. Einen Nebenbuhler? Muss sich der alte Muskelprotz Sorgen machen? Sicher nicht, denn ans Steuer darf der andere noch lange nicht. Dafür ist Johanna zu sehr in ihren vierrädrigen Macho verliebt. Thank you.